Wenn Sie denken, Cheerleading im Hochleistungsbereich sieht so aus, vergessen Sie es. Die Pompoms sind fast schon verpönt. Cheerleading ist Turnen, Akrobatik, natürlich viel Show und viel Rhythmus, der immer mit muss. Auerbacher und Oelsnitzer junge Damen sind für Deutschland nach Amerika geflogen und das mit mächtig viel Stolz im Gepäck. Sie sind zwischen 15 und 17, trainieren dreimal in der Woche und viele machen das, seit sie drei sind. Hier stecken enorm viele Trainingsstunden drin. Für das Nationalteam gibt's dann auch noch zusätzliche Lehrgänge. Fliegt man dann mit einem Gefühl der Sicherheit über den großen Teich? Naja, also perfekt. Dafür wird jetzt von Fine, Leni, Lilian, Hanna und den anderen etwas härter trainiert. Und wenn nach dem Training noch ein wenig Zeit bleibt, können sie ja all ihre Eindrücke aus Orlando hervorholen und austauschen. Everybody.